Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gold Rush the Game. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen weitergearbeitet und hier schon mal einen Eimer, den ich gerade umgekippt habe, vorbereitet mit ein bisschen Schürfgut, beziehungsweise da können wir gleich den Cleanout machen, aber zunächst wollen wir hier nochmal ein bisschen Schürfgut in die Hogpen machen und die Matten nochmal für den nächsten Cleanout vorbereiten. Denn man kann da ja mal ein bisschen mehr reinmachen, außer zwei Matten. Deswegen machen wir jetzt nochmal ganz schnell die Matten fertig. So, der Eimer ist voll. Jetzt haben wir natürlich nur zwei Eimer. Aber das sollte ja funktionieren. So, jetzt haben wir zwei Eimer hier schon fertig. Die kippen wir nochmal hier rein. Zack, das Ding ist gleich voll. Den kann ich ja gleich mitnehmen. Und schon mal wieder hier oben bereitstellen. Den nehmen wir auch noch mit. Der kommt auch noch da rein. Und 100%, jawohl. Jetzt müssen wir noch die Pumpe einschalten. Huch. Alles ein bisschen uneben hier. Jetzt noch schnell die Pumpe einschalten und dann kann es auch schon weitergehen. Wasserpumpenfilter. Da wollte ich mal gerade gucken. Untersuchen. Wasserpumpenfilter 100%. Ja, das geht ja. So. Mehr kann hier, glaube ich, auch nicht kaputt gehen, oder? Bis auf den Wasserfilter hier. Aber das sieht soweit, also den kann ich jetzt auch nicht untersuchen. Das läuft jetzt hier durch. Wir machen jetzt mal weiter hier. Und kippen da noch ein paar Eimer rein. Das sollte ja ziemlich flott gehen. Anscheinend machen wir das Stereo hier, so wie das aussieht. Der Eimer ist voll. Jetzt müssen wir noch den Eimer voll machen. So, noch zwei Schaufeln. Der Eimer war voll, habe ich gesagt. Der hier. Und die kippen wir jetzt noch hier rein. Und dann füllt sich das langsam auch. Und dann können wir auch die Hogpen langsam erweitern. Nachdem wir das Gold verkauft haben. Ich glaube, dafür müssen wir nämlich noch einen Kredit aufnehmen. Weil das kostet ja auch Geld, das Ganze einzuschmelzen. Aber das sollten wir ja alles hinbekommen. Wir haben hier noch einiges wegzuschaufeln, wenn wir das wirklich komplett alles leer machen wollen. Aber ich denke, das machen wir nicht. Wir haben ja vorher noch hoffentlich genug Geld, dass wir uns andere Dinge kaufen können. Wie zum Beispiel die mobile Waschanlage. Und da werden wir dann ein paar Proben nehmen aus dem großen Gebiet. Aber wir haben ja noch keinen Sommer. Ich befürchte, das ganze Schürfmaterial wird noch zugefroren sein vom Permafrost. Deswegen, das können wir hier. Hier ist der Permafrost nicht irgendwie betroffen. Ich weiß nicht warum. Aber das große Gebiet ist vom Permafrost betroffen. Deswegen kann man da noch nicht schürfen. Soweit ich weiß. So, 24%. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Oh, 1,41 Unzen. Ich glaube, das ist das größte Goldnugget, was wir bis jetzt gefunden haben. Wir haben auch schon 16 Unzen, also das ist jetzt nicht das Problem. Ach, der war voll, ne? Egal. So. Der kommt wieder hier hin. Okay, schmeißen direkt dahin. Ist auch nicht schlimm. So, 30% haben wir schon. Das geht hier immer schneller. Gut, das funktioniert natürlich auch. Man kann zwar noch weiter reinkippen. Fällt natürlich nicht die Hälfte raus, nein. So, hier noch ein bisschen Kram.
Und die nächsten Eimer in die Hockman reinkippen. Wir müssen auch noch nach unserem... Wie viel Benzin haben wir überhaupt noch da drin? Nicht mehr viel, 24%. Das ist nicht viel. Der haut einfach ab hier, okay. Bleibt da einfach mal hier. Genau, da kannst du stehen bleiben. Den haben wir voll gemacht, dann machen wir den hier noch voll. Zack. Und dann die nächsten. Läuft langsam hier. Das läuft wie am Schnürchen. Wir arbeiten hier einfach durch, um so viel Gold wie möglich zu finden, damit wir auch genug Geld verdienen. Zack, zack, zack. Die Eimer werden... Also ich wünsche mir eine Schubkarre oder so. Oh Gott. Das geht natürlich auch. Das kann man machen. Den nächsten Eimer voll. Kippen wir auch wieder rein. Und der hier noch. Und dann müssten wir eigentlich auch mal bald uns einen Magnetitabscheider kaufen oder zulegen. Denn damit kann man auch noch Geld machen. Das war natürlich blöd. Genau, so kannst du stehen bleiben. So. In tieferen Ebenen sollte ja besseres Gold versteckt sein, deswegen grabe ich hier bis nach unten eigentlich. Aber ob das hier auch so funktioniert, ist die andere Sache. Aber ich denke mal, das sollte passen. Und den noch hier reinkippen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel wir eigentlich haben. Ja, um die 50%. Ich würde die schon gerne auf 100% machen. Denn halbe Sachen sind ja nicht so das Wahre. So funktioniert das auch eigentlich wunderbar. So. Die nächsten Eimer. Der auch noch. Jetzt sind wir bei 60%. Und wieder ein 2,21 Unzen. Halleluja. Also hier bekommen wir schon einiges raus. So. Kurz. Und den müssen wir auch noch voll machen. Anscheinend, wenn man hier so kriegt, ist es eine unendliche Quelle. So. Den dann hier reinkippen. Der Sprit wird auch langsam mau, also wir müssen auch bald wieder nachfüllen. 13%, das ist jetzt nicht viel. Aber wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen, um Sprit zu sparen. Das Ding läuft ja die ganze Zeit durch. Denn das kostet ja auch Geld. Ist aber wesentlich bequemer, als dann die ganze Zeit Wassereimer reinzukippen. Da wäre ich jetzt wirklich auch zu faul für. Den einmal reinkippen, so, der noch reinkippen. 12%. Ich mache die Maus immer in die falsche Richtung anfangen. Der Eimer ist voll. Den noch voll machen. So. Den schnappen wir uns jetzt auch noch. Und dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt noch durchlaufen, dann machen wir den Cleanout. Zack. Stopp.
die Matten rausnehmen und dann hier in dem. Ja, genau. Also da habe ich auch manchmal Probleme, um das zu treffen. Die auswaschen und die auswaschen. So. Und dann nehmen wir den Eimer und gehen mal hier zum Tisch. Da ist ja noch einiges drin, ne? So, jetzt müssen wir das alles hier ein bisschen ausspülen. Und dann in den Sammelmodus gehen. Den anderen Eimer haben wir nicht so gemacht, ne? Da war wahrscheinlich noch ein bisschen was drin, ne? Und den Rest haben wir weggekippt wahrscheinlich, glaube ich. Den haben wir zwar in die Hockpen reingekippt, aber ob das ganze Zeug wieder da drin gelandet ist, ist die andere Sache, ne? So, jetzt sammeln wir das ganze Zeug auf jeden Fall mal auf. Zack, und da ist noch ein Körnchen. Und dann sollte das eigentlich alles gewesen sein. Dann machen wir den Rest auch noch da rein. Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall was weggeschmissen im letzten Cleanout. Da kannst du ja die Schale mehrmals mit befüllen. Das haben wir nicht gemacht. Also haben wir da definitiv was weggeschüttet. Oh. So, das Ganze kann ich ein bisschen rausfummeln. Und das wird auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, da noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen was. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und da hinten ist noch ein ganz großer. So, das sollte auf jeden Fall alles gewesen sein. Man kann auch mal ein bisschen. Aber da ist nichts mehr. So, dann machen wir noch den restlichen. Wenn ich mich jetzt wieder dran setze, ne? Okay, alles klar. Zack. Nochmal eine Pfanne voll machen. Mal gucken. 4 Stück. Okay. Alles hier schön gelb machen. So. Und dann das ganze Wasser auskippen wieder. Und dann in den Sammelmodus gehen. Ja, da kriegen wir noch ein paar Unsen. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir schmelzen wir das ein und verkaufen das, damit wir wieder ein bisschen flüssig werden. Und wir brauchen wieder ein bisschen Geld. Wir haben ja alles für unsere Materialien ausgegeben.
Zack, hier. Oh. Das ist nicht gut. Ist da nichts mehr drin? Also, okay, anscheinend ist da. Oder warte mal. So. Ja, jetzt, okay, da war anscheinend was drin. Dann macht er das nicht. Jetzt ist aber leer, ne? Ja, jetzt ist leer. Okay, da haben wir in den letzten, im letzten Cleanout extrem viel Gold auf jeden Fall weggeschüttet. Eventuell. Aber gut. Jetzt wissen wir es ja. Da ist noch Gold. Hier, da hinten sich auch noch Gold. Das ist auch noch Gold, oder nicht? Da ist noch Gold, oder? Irgendwie komme ich da nicht dran. Krieg ich nicht. Ah, okay. Ach, guck mal an. Da verbirgt sich ja noch einiges. So, jetzt sollte man auch das restliche Gold kriegen. Ja, das war noch nicht richtig gewaschen, deswegen. Da ist ja noch einiges drin, ja. Zack, hier das noch. Das noch. Das noch. Und da verbirgt sich auch noch was. So, dann haben wir alles. Das kippt mal wieder aus. Das braucht man nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mit unseren 21,255 Unzen ab zur Bank erstmal. Da ist noch der Benzinkanister, ne? Obwohl, der kann jetzt mal hier drauf bleiben. Das ist ja nicht schlimm. Den lassen wir erstmal hier drauf stehen. Ab ins Auto, Motor an, Handbremse los und ab dafür. Und dann machen wir uns erstmal zur Bank, holen uns noch einen kleinen Kredit. Und dann schmelzen wir das ganze Gold ein. Weil das kostet ja auch ein bisschen was. Hoppala. Und dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Gucken wir mal gleich, wie der Kurs steht, ob wir das überhaupt verkaufen können. Und wenn der sagt, jo, können wir machen, dann ab dafür. Ja, mit Vollgas hier rüber und dann ab dafür. Nur nicht irgendwo gegenfahren. Ich glaube, das könnte ein bisschen wehtun. Jetzt lädt er wieder die ganze Welt nach, weil die so groß ist. So, da sind wir auch schon durch. Und da hinten ist die Stadt. Hier, voilà. Hier so große Maschinen, die könnten wir auch gebrauchen. Ich würde die gerne alle klauen. Und mitnehmen, aber ich glaube, das ist nicht so intelligent direkt neben der Polizeistation. So, hier parken wir kurz. Zack dafür und dann hier zur Bank. Hallo, ich grüße euch. Ich möchte mal kurz einen Kredit aufgenommen. Ich kann keinen Kredit be- Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Goldbahn verkaufen. Oh, 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 fuck. Das ist nicht gut. Dann müssen wir... Ich wusste... Oh, das wusste ich nicht. Dass wir nur einen einzigen Kredit aufnehmen können und keinen zweiten. Ich habe gedacht, das würde dann da drauf gestockt.
Ja, dann müssen wir wohl oder übel das Erz einfach so verkaufen mit sehr viel Verlust. Aber hilft ja nichts. Fuck. Auto ist noch heile. Alles gut. Stehen. Alter. So, hallo. Man kann hier nichts einschmelzen, denn... Ja. Was soll ich sagen? Wir haben kein Geld. Was kann man hier verbessern? Kauf kleines Aktienpaket. Schmelzkosten reduziert. Man kann das mit Magnetit. Magnetit kann man schmelzen. Okay. Kleines Brennerset kaufen. Zeitverbesserung von 0. Schmelzzeit reduziert. Goldverlust. Goldverlust reduziert. Kaufe günstiges Pyrometer. Das ist natürlich gut, ne? Wenn man das kauft, der ist Goldverlust und... Ja, das kann man machen, Alter. Da würde ich sagen, man geht als erstes... Und die Kosten... Kaufe... Schmelzkosten reduziert. Goldverlust reduziert. Schmelzzeit reduziert. Schmelzmenge erhöht. Also wenn man den Goldverlust reduzieren kann, das wäre schon geil. Dafür braucht man aber sehr viel Magnetit. Magnetitpreis. Aha. So. Wir müssen jetzt leider... Ach du Scheiße. 40%. Das sind 10.000. Erzpreis. Wir verkaufen 1,34 Unzen. Verkaufen wir jetzt, damit wir 610 Dollar kriegen, okay. Und damit kann man auch nicht sehr viel einschmelzen. Dann gehen wir jetzt zur Bank, warum das auch immer so ruckelt. Jetzt gehen wir zur Bank damit, mit dem Geld, zahlen einen Kredit ab, nehmen uns einen neuen auf, der ein bisschen mehr bringt, also ein bisschen mehr Geld. Und, okay, jetzt fängt es auf einmal an zu ruckeln. Nur weil wir beim Gold waren, Gold schmelzen. So. Jetzt muss ich gucken, wie viel, Kredit abbezahlen. Gesamtschulden. Bestätigen. Da fehlt immer noch was. Abbrechen. Wie viel fehlen da noch? 257. Okay. Wow, Alter. Ist das wieder beruhigt? Ja, hat es wieder beruhigt. Alter. Zack. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Verkaufen noch ein bisschen Golderz. Alter. Wow. Verkaufen noch ein bisschen Golderz und nehmen uns dann einen neuen Kredit auf, damit wir den Rest einschmelzen können. Ich weiß gar nicht, warum das so ruckelt. So, zack. Golderz verkaufen. So, okay. Und wieder zurück. Alter.
Wow. So macht man Geld. Alter. Ruckelt nur ein bisschen. Weil es hier auch so viel zu laden gibt, ne? In der Stadt. So. Kredit. Abbezahlen. Alles bestätigen. Neuen Kredit aufnehmen. Gesamtschulden. Warte mal. Kreditbetrag. Ich glaube, denn das ist Kreditbetrag kriegen wir nur 1200. Dann nehmen wir uns den Kredit von 1200 auf. Ja. Dann haben wir wieder 1300 Apples. Damit schmelzen wir jetzt die Baren ein. Und verkaufen die dann wieder. Und gucken, wie viel wir da rauskriegen. Hier drin, komm. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir einschmelzen können. Kosten, Alter. Geschöpftes Gold, Magnetit. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach. Goldverlust, 1,37 Unzen. 13,7 Unzen. Gold schmelzen. Jo. Jetzt müssen wir noch warten, bis das. Alter, es ruckelt. 13 Minuten. Gut. In der Zeit können wir eigentlich zurückfahren. Und was Sinnvolleres machen. Zum Beispiel Gold schürfen. Wir müssen nur daran denken, dass wir das Gold dann später hier abholen. Und wir müssen dann darauf achten, wenn wir so verkaufen. Oh, Alter. Dass man einen vernünftigen Goldpreis dafür kriegt. Was ist denn hier los? Leuchteffekte deaktivieren. Anwenden. Zurück. Das bringt auch noch nichts. Das ist ja schrecklich. Warte mal. Das machen wir mal an. Qualität. Erweitert. Möchtest du? Ja, machen wir mal. Kantenklettung und so. Filterung. Textureinstellungen. Machen wir mal das mal raus. Texturqualität, Streamingqualität. Machen wir die mal auf hoch. Kantenklettung. Schattenqualität. Wir machen jetzt einfach mal alles auf hoch statt ultra anwenden. Zurück. Zurück. Anwenden. Anwenden. Zurück. Und schon geht das hier. Alles klar. Auf hoch geht's, auf ultra nicht. Müssen wir uns noch merken. Dass man dann, okay, das ist jetzt, weil das nachlädt. Geh zum Schmied und hol dir eine Glocke. Ach, das ist schon fertig. Ich bin nach Echtzeit 13 Minuten. Ja, dann.
21.53 Uhr, also fast null. Ich weiß nicht, was der als hier nachlädt. Und hier ruckelt es wieder wie. Verrückt. Ja, ja. Unser erster Goldbarren von 12,3 Unzen. Arbeitslöhne 0, verarbeitetes Schürfmaterial 2,81 Kubik, geschürftes Gold 2,48 Unzen, Provision der Pacht in Gold 0,73 Unzen, Kreditrückzahlung 578, okay. Aber unser erster Goldbarren, warum das auch immer hier ruckelt. So, und jetzt geht es. Keine Ahnung, wenn die Kiste gehört, aber wenn er die im Weg stellt, hat er selber Schuld. Jetzt verkaufen wir nämlich die restlichen Goldbarren, oder den Goldbarren, verkaufen wir jetzt. Alter. Jedes Mal, wenn man in der Schmelze war. Und dann haben wir für heute auch schon fertig. So, die Reifen, die machen das schon mit, oder? So, zack, komm. Börse. Was sagt die Börse? Ja, ist ganz gut. Ist auf jeden Fall gut. Kann man verkaufen. Gibt 15.172 Dollar. Perfekt, verkaufen. Hallo? Ach, man muss es anwählen und dann. Ah, okay. Verkaufen. So, jetzt Kredit abbezahlen. Wir zahlen alles ab. Bestätigen. Und sind wieder schuldenfrei. Und jetzt kann man auch 9.600 Dollar Kredit aufnehmen. Ja, perfekt. Huch. Ja, muss auf jeden Fall alles nachladen, weil wir in der Bank waren. Ist schon ein schwieriges Pflaster hier, ne? In Alaska. So, ab nach Hause. Wir wollen weiter Geld machen. Wie viel Unzen haben wir denn noch? 4,6 Unzen, ja, da kann man das Rest auf jeden Fall behalten. Alter. Ist eigentlich scheißegal, was für eine Qualität wir spielen. Denn es fängt irgendwann sowieso an zu ruckeln. So, dann kann man auch alles wieder eigentlich auf Hoch stellen oder auf Ultra. Zack. Jetzt fahren wir noch zu unserer Parzelle und dann haben wir für heute Feierabend. Denn der Junge hat jetzt extrem lange durchgearbeitet und muss sich auch mal ausruhen. Okay, das Auto ist weiß geworden. Anscheinend schneit es hier auf der Seite. Und auf der anderen Seite nicht. So, heizen wir mal schnell hier rüber. Hier geht's längs, jawohl. Gott sei Dank haben wir hier keinen Verkehr. Das war nichts. Ich frage mich, warum hier hinten auf der Seite so eine schmale Einfahrt ist. Ich weiß ganz genau, dass ich da irgendwann noch vorfahren werde. So, zu Hause angekommen. Da oben steht unser Wohnwagen. Da gehen wir jetzt nämlich rein. Was leuchtet denn da oben? Da muss ich jetzt mal kurz gucken gehen. Was ist das? Auch ein Lagerfeuer. Ohne.
eine Schaufel drin steckt. Okay. Okay, warum steckt da eine Schaufel drin? Aber na gut, sei es drum. Benutzen. Repariere den Wasserturm. 150. Alter. Okay. War das früher auch schon so? Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt. Ach, guck mal, wir können hier bis zur Dämmerung. Wenn es heißt wieder Goldrausch in Alaska. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne. Und lasst ein Abo da, ansonsten eben halt nicht. Haut da rein und macht's gut.